Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 66, Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linke, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und Zerstörung der Selbstverwaltung in Nordsyrien durch NATO-Land Türkei mit in Hessen hergestellten Leopard 2 Panzern beenden, Solidarität mit Rojava. Ich hoffe, ich habe es. Rojava, Entschuldigung. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, der Krieg beginnt hier, in Kassel, in der sogenannten Waffenschmiede von Kraus Maffei Wegmann, die in der vergangenen Woche von Aktivistinnen und Aktivisten unter großer medialer Öffentlichkeit blockiert wurde. Dort werden unter anderem die Schießtürme für den Leopard 2 Panzer gefertigt, die jetzt den völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei in Nordsyrien mit unterstützen. Der Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden wird mit deutschen Waffen geführt. Die Türkei hat in den ersten 8 Monaten dieses Jahres Kriegswaffen für 250 Millionen Euro aus Deutschland erhalten. Wir fordern einen sofortigen Stopp aller auch begonnener Waffenlieferungen auch in die Türkei. Deutschland und Hessen tragen eine Mitverantwortung für die Verbrechen der Türkei. Mit Erschütterung haben wir am 9. Oktober den Einmarsch türkischer Truppen in Syrien zur Kenntnis genommen. Der Militäreinsatz unter dem zynischen Namen Operation Friedensquelle ist ein Angriffskrieg. Er verstößt gegen das Völkerrecht. Die Türkei ist mit den mit ihnen verbündeten Milizen in den Nordosten Syriens eingefallen. Sie bekämpft die YPG, deren mutige Kämpferinnen den IS in den vergangenen Jahren zurückgedrängt haben. Sie zerstört den selbstverwalteten Demokratisierungsprozess in der Region. Und vor allem, sie greift Zivilisten an, misshandelt Frauen und Kinder, nimmt Flüchtlingslager unter Beschuss, führt bewaffnete Angriffe auf Sanitäterinnen durch. Das alles sind Kriegsverbrechen, und als solche müssen sie auch geahndet werden. Wir fordern die Hessische Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass keinerlei Waffen mehr an die Türkei geliefert werden und ein europäisches Waffenembargo durchgesetzt wird. Wir fordern ein Konversionsprogramm für die hessische Rüstungsindustrie. Aber es sind nicht nur Rüstungsexporte, die Deutschland mitverantwortlich machen. Auch die Flüchtlingspolitik mit dem EU-Türkei-Deal spielt eine wichtige Rolle. Durch den Deal mit der Türkei hat die EU nicht nur Millionen Flüchtlinge im Stich gelassen, sondern sich auch gegenüber der Türkei erpressbar gemacht. Einen Tag nach der Invasion hat Erdogan damit gedroht, die Grenzen zur EU für 3,6 Millionen Flüchtlinge zu öffnen, wenn die Europäer die Militäroffensive weiterhin kritisieren. Außerdem hat er angekündigt, die in der Türkei lebenden Flüchtlinge in dem Gebiet ansiedeln zu wollen, um das er gerade in Syrien kämpft und aus dem er die Bevölkerung vertreibt. Eine Umkehr in der europäischen Asylpolitik zu einer humanen Flüchtlingspolitik und eine Aufkündigung des EU-Türkei-Deals sind dringend notwendig. Und dieser Konflikt hat nicht nur mit den Menschen zu tun, die schon auf der Flucht sind. Er schafft auch 100.000 neue Flüchtlinge. Der Krieg hat schon jetzt mehr als 100 zivile Opfer gefordert. Hunderttausende sind auf der Flucht, und auch all jene Flüchtlinge, die in Rojava Zuflucht gefunden hatten, müssen fliehen. Wir brauchen humanitäre Hilfe, um die Menschen vor Ort zu unterstützen, und neue europäische Aufnahmeprogramme. Doch es ist nicht nur die große Politik, die uns Hessinnen und Hessen mit dem Konflikt verbindet. Viele Menschen, die hier leben, haben Verwandte oder Freunde in der Region. Ihnen müssen wir in diesen schweren Zeiten besonders zur Seite stehen. Einige Menschen waren auch in den letzten Jahren in Rojava.
Dort haben Sie miterlebt, wie aus den Trümmern des Krieges eine Gesellschaft der Hoffnung erwuchs. Die Bevölkerung Rojavas hat auf basisdemokratische Weise die Selbstverwaltung ihrer Gesellschaft gestaltet, neue Schulen und Krankenhäuser gebaut, demokratische Räte eingerichtet, in denen Frauen genauso viel zu sagen haben wie Männer, und sie diente Zehntausenden Binnenflüchtlingen als Zuflucht. Dieses hoffnungsvolle, demokratische und auch ökologische Projekt wird nun mit deutschen Waffen zunichte gemacht, und das macht mich wirklich wütend. Unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung ist es Erdogans Ziel, die kurdische Selbstverwaltung zu zerstören, die Menschen vor Ort zu vertreiben und einen Bevölkerungsaustausch durchzuführen, in eine von der Türkei kontrollierte Zone umzugestalten. Einer derjenigen Hessen, die den Demokratisierungsprozess eines Gesundheitssystems in Rojava begleitet haben, ist der Wiesbadener Arzt Michael Wilk. Seine Berichte von vor Ort sind verstörend, sein Einsatz unendlich wertvoll. Ihm und allen Helferinnen vor Ort gebührt unser Dank und Respekt. Auch hier in Hessen, ich komme zum Schluss, werden Kurdinnen und Kurden, die sich für ihr Volk und ihre Kultur engagieren, bekämpft. Der lange Arm aus Ankara zeigt auch hier seine Wirkung. Wir fordern, die Repressionen hier gegenüber der Kurdinnen und Kurden endlich einzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat der Abgeordnete Richter von der AfD-Fraktion das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Um es hier ganz klar und deutlich auszudrücken, der Angriff der Türkei auf den Norden Syriens ist als Angriffskrieg einzustufen und selbstverständlich völkerrechtswidrig und damit deutlich von uns allen zu verurteilen. Zehntausende Menschen sind erneut aus ihrer Heimat vertrieben worden, mussten flüchten und erleben, wie ihre Freunde und Familienmitglieder ermordet wurden. Wir in Deutschland sehen dabei zu, wie auch deutsche Waffen von einem NATO-Partner genutzt werden, um all dieses Elend zu verursachen. Wie handelt die deutsche Politik? Verschämt werden Waffenlieferungen eingegrenzt, nachdem man sie vorher im großen Stil geliefert hatte. Und man versucht mit freundlichen Worten einem Despoten beizukommen, der seine politische Macht auch mit Erpressungsversuchen gegenüber Deutschland und der EU ohne Skrupel ausnutzt. Das Verhalten unseres Außenministers und SPD-Mitgliedes in Bezug auf den völkerrechtswidrigen Angriff auf Syrien ist für uns als AfD nicht nachvollziehbar. Herr Maas hat direkt in der Türkei nicht den Mut aufgebracht und die Chance genutzt, sich klar vom abzeichnenden Faschismus in der Türkei zu distanzieren. Die Linken fordern, keine Waffen an die Türkei zu liefern. Das greift aber zu kurz und kann nicht die einzige Forderung sein, denn Waffen liefern leider, ich sage leider, ansonsten andere Staaten, und Präsident Erdogan wird damit sein faschistisches Regime weiter stärken. Für uns als AfD-Fraktion im Hessischen Landtag gibt es somit wesentlich weitergehende Forderungen. Durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf einen souveränen Staat darf die Türkei unter Präsident Erdogan kein Mitglied der Europäischen Union werden. Die Grundwerte der EU, festgelegt in Artikel 2 des Vertrages der Europäischen Union, sind Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Minderheitenrechte. Ich glaube, mein guter Mann, das ist nicht der richtige Moment, um so hier einzugreifen, denn das geht wirklich um Menschen, die in schwerer Not sind. Das sollten Sie nicht ausnutzen, nicht parteipolitisch ausnutzen. Nicht einer dieser Grundwerte wird derzeit durch die Türkei erfüllt. Damit sind Verhandlungen durch die EU mit der Türkei durch die EU völlig auszuschließen. Hiermit kann der Druck auf die Türkei aber nicht beendet sein. Denn die NATO versteht sich als Wertegemeinschaft freier und demokratischer Staaten. Meine Damen und Herren, bitte hören Sie mir jetzt genau zu, denn ich zitiere nun auf der Präambel des Nordatlantikvertrages. Die Mitglieder bekennen sich zu Frieden, Demokratie, Freiheit und der Herrschaft des Rechts.
Damit verstößt die Türkei eindeutig auch gegen die Präambel des Nordatlantikvertrages. Und daraus ergibt sich eine weitere Forderung. Verändert der Präsident der Türkei nicht augenblicklich seine Politik, zieht sich nicht aus dem Norden Syriens zurück und leistet keine humanitäre Hilfe vor Ort, können die NATO-Staaten sich nur dazu entschließen, die Türkei sofort aus der NATO auszuschließen. Dies, meine Damen und Herren, sind die notwendigen Maßnahmen, die es zu ergreifen gilt, da wir nur mit einer klaren Sprache und Unterstützung der Schwachen in anderen Ländern auch die Politik durchführen können, die völlig parteiübergreifend von allen gefordert wird, Fluchtursachen zu beseitigen. Deutschland muss sich seiner Verantwortung bewusst sein, dass selbstverständlich kein Krieg mehr von deutschem Boden ausgehen darf und wir auch keine Länder mit deutschen und auch in Hessen hergestellten Waffen unterstützen, die Angriffskriege führen. Deutschland darf auch nicht weiter zu einem Rückzugsraum von islamistischen Terroristen und Dschihadisten werden. Daraus ergibt sich die Sicherung europäischer Grenzen einer vermehrten Unterstützung von geflüchteten Menschen vor Ort, damit diese in ihre Heimat zurückkehren können. Ferner muss verhindert werden, dass Terroristen sich nicht unter die Menschen begeben, die exakt vor deren Handlungen fliehen. Denn es gehört zur Wahrheit dazu, dass Dschihadisten und Terroristen hier in Deutschland Unterschlupf finden können. Dass man in Deutschland sogar deutsche Soldaten zur Unterstützung der Menschen in Syrien fordert, während ein NATO-Staat in Syrien auch mit deutschen Waffen Krieg führt, meine Damen und Herren, hat dann bereits die Grenze zu einer völlig irrsinnigen Politik überschritten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Stirböck von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Krieg, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Krieg beginnt hier, haben Sie eben in Ihrer Rede gesagt, und Herr Schalauske hat schon einmal festgestellt, vom hessischen Boden geht Krieg aus, weil die Türkei in Hessen von Krauss-Maffei-Wegmann hergestellte Leos einsetzt. Und an diesen Thesen merkt man, ihnen geht es nicht nur um die Türkei und die Kurden, sie stellen die deutsche Waffenproduktion insgesamt infrage. Das klingt ja irgendwie nett, und Sie sind davon ja auch ganz euphorisiert, aber das ist sicherheitspolitisch brandgefährlich. So kritisch wir den Einsatz dieser Waffen in den USA sehen, der Angriffskrieg in der Türkei geht nicht von den Waffen aus. Er ist die Folge eines doppelten Versagens des Westens. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erstens, die NATO-Führungsmacht USA hat dem NATO-Mitglied Türkei durch den Abzug ihrer Sicherheitskräfte die kurdischen Verbündeten alleine gelassen. Das Problem sind nicht so sehr die Waffen, wie Sie das gerne sehen, ist auch nicht die NATO, wie Sie das so gerne sehen. Das Problem ist, dass die NATO nicht mehr funktioniert. Die USA und die Türkei entfernen sich von den Grundprinzipien der NATO. Und zweitens, die EU hat voll versagt. Syrien ist der Nachbar Europas, nicht der USA. Und der amerikanische Rückzug ist nicht vom Himmel gefallen. Er deutete sich schon länger an. Und trotzdem haben weder die Europäische Union noch Deutschland eine Initiative ergriffen. Europa hat sich einen schlanken Fuß gemacht. Europa muss endlich weltpolitikfähig werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Linke steht mit ihrer verantwortungslosen
und übrigens auch völlig problemlösungsvorschlagsbefreiten Positionierung dem Isolationismus der Trump-Administration sehr nah, meine sehr geehrten Damen und Herren. In einem Punkt teilen wir die Position der LINKEN. Die türkische Aggression war völkerrechtswidrig. Die Türkei ist nicht angegriffen worden. Ein NATO-Mitglied ist hier der Aggressor. Es wird von Bevölkerungsverschiebungen gesprochen. Das ist ein Jargon, den wir aus unglückseligen Zeiten kennen. Und auch das Schicksal der Kurden kann uns nicht kalt lassen. Aber jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind auch Lösungen gefragt. Und jetzt ist Europa gefragt. Und diese Bundesregierung bietet dabei ein beschämendes Bild. AKK spricht von einer Annexion, die keine ist. AKK macht weitgehende Vorschläge, wie man sich in Syrien bewegen soll. Und die teilt sie dem federführenden Außenminister in einer SMS mit, womit bewiesen wäre, dass die Digitalisierung bei der CDU-Vorsitzenden angekommen ist. Und Maas macht dann als Revanche, sozusagen als Revanche-Foul, äußert er sich gemeinsam mit dem türkischen Kollegen Cavusoglu auf einer Pressekonferenz gegen den Syrienplan der deutschen Verteidigungsministerin. Diese Bundesregierung hat außenpolitisch abgedankt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Übrigens ist kein Land außerhalb der Region von einem Krieg von Türken gegen Kurden so stark betroffen wie Deutschland. Wir haben hier sehr viele Menschen mit türkischer Abstammung, auch mit kurdischer Abstammung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Brennpunkt eines türkisch-kurdischen Konfliktes werden. Und Erdogan drohte noch vor wenigen Wochen mit 3,6 Millionen Flüchtlingen. Gerade das zeigt, dass Europa die Lösung ist, weil Europa jetzt endlich seine Hausaufgaben machen muss und nicht etwa bis 2027 warten soll, bis der Schutz der Außengrenzen durch Frontex sichergestellt ist. Wir brauchen eine europäische Politik. Erstens, Ziel muss es sein, eine Pufferzone zwischen Syrien und der Türkei zu schaffen. Zweitens, wir brauchen ein EU-Waffenembargo für die Dauer der türkischen Kampfhandlungen. Drittens, wir brauchen wirtschaftlichen Druck. Deckeln wir wirklich die Hermes-Bürgschaften für Exporte in die Türkei? Die Wirtschaft ist die Achillesferse von Erdogan. Und eine Vertiefung der Zollunion oder Visaliberalisierungen kommen jetzt nicht in Frage. Die LINKEN haben ihren Beitrag außer Kritik an Waffen insgesamt keine einzige Lösung geboten. Isolationismus und Pazifismus sind nicht die Antworten auf eine Welt, die außer Fugen geraten ist, sondern ein starkes Europa, das die Verantwortung in der Welt annimmt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Utter von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Tragödie in Syrien geht weiter. Durch den völkerrechtswidrigen Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien wird der Konflikt erneut angeheizt. Erneut sind tausende Menschen auf der Flucht. Erneut sterben auch Frauen und Kinder. Erneut werden Krankenhäuser zerstört. Im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtete gestern der Wiesbadener Notarzt Michael Wilke eindrücklich über die humanitäre Situation in Nordsyrien. Es droht erneut eine direkte Konfrontation zwischen türkischen und syrisch-russischen Truppen. Der Syrien-Konflikt ist brandgefährlich und bedroht den Weltfrieden. Natürlich hat die Türkei das Recht, ihre Grenzen zu sichern. Doch dies muss in Übereinstimmung mit internationalem Recht geschehen. Die
Die türkische Regierungspartei musste bei den Kommunalwahlen empfindliche Niederlagen hinnehmen. Es liegt der Verdacht nahe, dass man durch Kriegsrhetorik und nationalistische Hysterie die Zustimmung der Wähler zurückgewinnen will. Die Pläne, die syrischen Flüchtlinge aus der Türkei nach Nordsyrien umzusiedeln, erscheinen eine Antwort auf die fremdenfeindlichen Töne und Stimmungen zu sein, die im Wahlkampf sichtbar wurden. Es ist die Türkei, die mit ihrem Verhalten und ihren Alleingängen die Mitgliedschaft in der NATO und das freundschaftliche Verhältnis zur Europäischen Union aufs Spiel setzt. Auf die Auswüchse im Fußball will ich jetzt nicht eingehen. Aber es ist schwer erträglich, wenn türkische Geistliche in Hessen den Märtyrertod in Moscheen verherrlichen, wie in einem ZDF-Beitrag zu sehen war. Auf keinen Fall dürfen wir zulassen, dass es in Hessen zu Gewalttaten zwischen türkischen und kurdischen Parteigängern kommt. Das Demonstrationsrecht verwirkt, wer es zur Gewaltanwendung gegen Andersdenkende missbraucht. Leider muss man auch feststellen, dass die Politik der amerikanischen Regierung nicht konsequent ist. Der Abzug amerikanischer Truppen hat nicht zur Stabilität beigetragen, ganz im Gegenteil. Erneut wird klar, dass Europa mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen muss. Wir beklagen, dass die Kurden, die sich so mutig gegen den Islamischen Staat gewehrt haben, nun zwischen den Interessen skrupelloser Regime zerrieben werden. Die Lösung können und werden aber nie die blauäugigen Forderungen der LINKEN sein. Denn so würde uns nur die Rolle als Zuschauer, Mahner und Bittsteller bleiben. Selbst die aktuelle, brüchige Waffenruhe wurde nur durch wirtschaftlichen und militärischen Druck ermöglicht. Und, das kann man auch nicht ersparen, DIE LINKE weicht weiter der Frage nach der Mitgliedschaft der EU in der Türkei aus. Europa muss stärker bereit sein, mehr Verantwortung zu übernehmen, wenn andere verantwortungslos handeln, und einzugreifen, wenn andere Völkerrecht und Menschenrecht brechen. Wer, wenn nicht wir in Europa, soll diese Aufgabe erfüllen? Wir sind eine Union der Werte, der Freiheit und der Menschenrechte. Wir haben einen klaren moralischen Kompass. Die CDU begrüßt die Initiative der Verteidigungsministerin Kamp-Karrenbauer zur Einrichtung einer internationalen Sicherheitszone in Nordsyrien, an der sich Europa auch beteiligen sollte. Der Stellvertreterkrieg in Syrien, der auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen wird, muss ein Ende finden. Dies wird ohne eine internationale Übereinkunft nicht gelingen. Aber um Schutzmacht zu sein, muss man schützen wollen und die Macht haben. Dafür brauchen wir mehr europäische Gemeinsamkeit und müssen bereit sein, unsere wirtschaftliche Kraft gemeinsam auch für den Frieden einzusetzen. Wir brauchen auch eine stärkere Verteidigung und eine ernstgenommene und ernstzunehmende Armee, die europäisch zusammenarbeitet und europäische Interessen vertritt. Nur gemeinsam als Europäer kommen wir langsam aus der Rolle des mahnenden Zuschauers hinaus und werden zum Akteur für den Frieden. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Michail Gorbatschow. An den Frieden denken heißt, an die Kinder denken. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich der Abgeordnete Burcu von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geschätzte Kollegen, wenn man türkischen Nationalismus. Irgendwas stimmt mit der Anlage nicht. Jedenfalls geht das Rednerpult als aus. Mittagspause. Vielleicht kann mal jemand gucken. Ja, ich habe es versucht. Wenn du früher in den
jetzt geht's. Okay, dann wiederhole ich es gerne ausdrücklich noch einmal. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, wenn man nicht gerade von einem türkischen Nationalismus verblendet ist oder wenn man sich nicht gerade von den niveaulosen Drohungen des türkischen Staatspräsidenten einschüchtern lässt, dann muss man die Ereignisse der vergangenen Wochen in Nordsyrien als das bezeichnen, was es ist, nämlich als eine völkerrechtswidrige Invasion. Und wenn ein Despot, um eben von den innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken, gegen das internationale Recht massiv verstößt, bedarf es einer starken einheitlichen Stimme in der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union und am besten des gesamten Westens und vor allem Konsequenzen, meine Damen und Herren. Das alles geschah leider in den vergangenen Wochen eben nicht. Das, was geschah, war ein Armutszeugnis. Ein deutscher Außenminister, der statt bei seinem Besuch in der Türkei deutliche und scharfe Worte zu finden, die Gelegenheit nutzt, mit dem türkischen Außenminister in ziemlich beste Freunde-Manier einen Streit innerhalb der Koalition hier in Deutschland für sich zu gewinnen, das macht uns und vor allem auch viele Menschen da draußen sprachlos. Statt Sanktionen gegenüber einzelnen türkischen Politikern zu verhängen oder statt Erdogan wirtschaftlich unter Druck zu setzen, und da ist er bekanntlich sehr empfindlich, das stimmt, und beispielsweise die Hermes-Bürgschaften zu stoppen, gab es nur einen halben Exportstopp, der eben nicht für bereits genehmigte Rüstungslieferungen gilt. Und bedenkt man und hält vor Augen, dass die Türkei 2018 auch der größte Empfänger für deutsche Rüstungsexporte war und schon massiv aufgerüstet ist, dann sagen wir dazu, oder zu dieser Maßnahme zu spät und zu wenig, meine Damen und Herren. Wir vom Bündnis 90 die Grünen fordern daher, und das nicht erst seit dem Vorstoß der Türkei, keine Rüstungsexporte in Krisengebiete. Und Krisengebiet haben wir nun allemal in Nordsyrien. Wir haben eine humanitäre Katastrophe. Hunderttausende sind auf der Flucht. Der Kampf gegen den Dschihadismus macht mindestens mal 10 Schritte zurück. Dschihadisten werden sogar von der Türkei in die Region eingeschlossen, um gegen Kurden zu kämpfen. IS-Gefangene werden befreit. Kurz gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Stabilität der Region verfällt. Und als Gründe hierfür kann man viele aufzählen, je nachdem, welchen Akteur es betrifft. Aber der größte gemeinsame Nenner ist schlicht und einfach der Hass auf die Kurdinnen und Kurden. Auf die Kurdinnen und Kurden, die auch vor kurzem unter massiven Verlusten sich gegen die Barbarei des sogenannten islamischen Staates gestellt haben und auch Andersgläubige und andere Ethnien im Namen der Menschlichkeit vor der Sklaverei und dem sicheren Tod bewahrt haben. Man muss wirklich kein Freund oder Sympathisant der YPG-Milizen sein, um anzuerkennen, dass diese Männer und vor allem, das möchte ich ganz ausdrücklich betonen, diese Frauen ganz Großes in Kobane und Co. und auch im Interesse des Westens geleistet haben und als Dank sie zwischen Erdogan und Assad zu lassen, das ist nicht in Ordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mehr als nicht in Ordnung sind die Kriegsteilbereien der Partner des türkischen Militärs. Diese Partner bestehen nämlich teilweise aus IS-Anhängern und haben leider keinerlei Skrupel, Zivilisten und Gefangene zu liquidieren. Davon, meine Damen und Herren, bekommen die Menschen in der Türkei natürlich kaum etwas mit. Die Medien sind schon lange gleichgeschaltet und als Ablenkung von der Innenpolitik auf Heldenepos getrimmt. Die Opposition durch den Krieg kaltgestellt. Sie zieht entweder freiwillig und aus voller Überzeugung mit, oder sie muss mitmachen beim gute Miene zum bösen Spiel. Andernfalls würde man sie nämlich als Volksverräter brandmarken. Das alles ist gerade jetzt sehr bedauerlich. Wir haben es gehört. In den vergangenen Monaten in der Türkei gab es mehr und mehr Hoffnung. Die Opposition schaffte es sogar, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen und gewann sogar sehr wichtige Wahlen. Währungskrise, schlechte Wirtschaftszahlen, sinkende Zustimmungswerte für die AKP. Umso durchschaubarer müsste eigentlich dieses Manöver der türkischen Regierung sein. Sie ist es aber leider nicht für die Bevölkerung, eben aufgrund der Gleichschaltung der Medien unter anderem. Und sie erreicht leider auch trotzdem ihr innerpolitisches Ziel, nämlich die Opposition zu spalten und die Kurdinnen und Kurden dorthin zu rücken, wo man sie am liebsten haben möchte, nämlich in die Terroristenecke. Aber
Es gibt nach wie vor Hoffnung, nicht wenige Menschen in der Türkei, auch wenn es nicht öffentlich wirksam geschieht, aber auch hier bei uns oder in den Türkeistämmigen, sagen ganz klar Nein zum Krieg und fordern Frieden. Die Unterstützung meiner Fraktion und sicherlich auch viele andere Abgeordnete des Hessischen Landtages sollen Sie heute von dieser Debatte aus erreichen. Und wir hoffen inständig, dass diese Personen für ihren Einsatz für Frieden nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Wir hoffen, dass die berechtigten Proteste hier in Hessen weiterhin friedlich verlaufen. Und wir hoffen vor allem, dass in Nordsyrien ganz schnell Frieden eintrifft und vor allem die Menschen dort nicht weiter leiden müssen und auch nicht weiter vertrieben werden, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Burcu. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Kollege Grüger. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist vieles schon gesagt worden, deswegen kann ich mich betont kurz fassen. Kollege Stirböck hat darauf hingewiesen, es ist die USA gewesen, die durch ihren Rückzug überhaupt erst den Raum geschaffen hat, für die Türkei völkerrechtswidrig Syrien anzugreifen, weil Völkerrecht ist genau das geschehen. Allerdings war der Abzug der USA in der Tat nicht ganz überraschend. Insofern hat natürlich tatsächlich auch die EU und leider auch der europäische Teil der NATO an dem Punkt sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, weil hier hätte sowohl diplomatisch als auch natürlich möglicherweise ersatzweise im Bereich des Militärs etwas getan werden können. Aber es ist offensichtlich nicht gemacht worden. Erdogan hat diese Möglichkeit genutzt. Übrigens nicht das erste Mal. Das ist jetzt ja das dritte Mal, dass die Türkei in dem Bereich in kürzester Zeit einmarschiert ist. Das haben wir Anfang 2017 gehabt, das haben wir Anfang 2018 gehabt. Also von daher eine gewisse Absehbarkeit ist da gegeben. Was ist also jetzt zu tun? Es müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, diesen Konflikt so schnell wie möglich einzudämmen. Übrigens, nur mal so, ich den Kollegen, die hier gefordert haben, man müsse die Türkei aus der NATO rausschmeißen, kann ich nur empfehlen, sich mal den NATO-Vertrag mal genau durchzulesen. Das ist nicht so ohne Weiteres möglich. Ja, Sie können sich dann auch an den Herrn Prof. Carlo Massala von der Bundeswehr-Universität wenden. Der kann Ihnen das dann noch einmal erklären. Das geht so nicht. Man kann nicht einfach Mitglieder rausschmeißen. Sie können von selbst gehen. Die Frage ist, ob es im Interesse der NATO und der Verteidigungsfähigkeit der NATO ist, die wichtige Südostflanke zu verlieren mit der Türkei, ist eine andere Diskussion. Die brauchen wir hier im Hessischen Landtag nicht zu führen. Aber ich kann zumindest darauf hinweisen, dass es gute Gründe gibt, dass die Türkei in der NATO ist. Und übrigens der Hinweis darauf, dass die Türkei im Augenblick nicht eine lupenreine Demokratie ist. Ja, das kann man sicherlich so feststellen. Das gilt allerdings zur jeweiligen Zeit sowohl für Spanien, Portugal und Griechenland auch. Da waren aber diese drei Länder auch in der NATO. Also ich sage mal, das ist eine vergangene Diskussion, aber die Konsequenzen hätte man dann damals auch entsprechend diskutieren müssen. Ich weise, liebe Kollegen von der Linkspartei, darauf hin, dass das Ganze nicht so einfach und holzschnittartig geht, wie das hier einige versuchen, im Parlament darzustellen. Es ist halt eben nicht so einfach und holzschnittartig. Und auch die Tatsache, dass dort Panzer eingesetzt werden, die in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Hessen produziert werden, ist natürlich in der Tat noch lange nicht ein Grund zu behaupten, hier würde von hessischem Boden ein Krieg ausgehen. Aber die Frage ist natürlich schon, und das müssen wir klären, auch mit der Türkei, es kann nicht sein, dass deutsche Waffen von der Türkei für völkerrechtswidrige Kriege genutzt werden. Das muss unmissverständlich klar gemacht werden, genauso wie wir dies auch klar gemacht haben anderen Ländern, denen wir Waffen geliefert haben, dass sie diese Waffen in bestimmten Kriegen einfach nicht einsetzen dürfen. Die Türkei ist ansonsten ein NATO-Partner, für den es gar keine Waffenlieferungsbeschränkungen zunächst einmal gibt nach den herrschenden Regeln. Diese Regeln haben wir jetzt geändert.
und wir haben gesagt, es gibt keine Waffenlieferungen mehr in die Türkei, solange nicht klar ist, dass die Türkei sich nicht an völkerrechtswidrigen Kriegen weiterhin beteiligt. Und das ist auch richtig so, das so entschieden zu haben. Wie gesagt, es ist in der Realität nicht alles immer so einfach, wie der ein oder andere sich das gerne zurechtbasteln will. Und von daher ist jetzt die hohe Zeit der Diplomatie. Und da ist es in der Tat nicht hilfreich, das ist auch angesprochen worden, wenn eine Verteidigungsministerin, ohne sich vorher mit der Bundesregierung abzusprechen, ohne mit dem zuständigen Außenminister das abgesprochen zu haben, einfach mal irgendwelche Vorschläge macht. Das ist sicherlich keine Glanzleistung gewesen. Und ich vermisse da auch immer noch ein Machtwort der Kanzlerin, dass das so nicht geht. Eine Regierung kann so nicht vernünftig arbeiten. Und leider gilt das halt eben, wie gesagt, auch für die europäische Ebene. Es ist jetzt die Zeit für diplomatische Initiativen. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen unseren NATO-Partner Türkei dazu bringen, diesen Unsinn zu unterlassen. Wir müssen wieder für Recht und Ordnung sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Türkei diese Art von Zündelei unterlässt und wieder ein verlässlicher NATO-Partner ist, über dessen Handlungen man sich in Zukunft keine Sorgen macht. Herr Kollege, es ist das Bedürfnis nach einer Zwischenfrage, aber die kann ich kaum zulassen, denn die Redezeit ist jetzt auch schon überschritten. Weil ich gerade den letzten Satz sagen wollte. Also insofern es ist, ich habe schon gesagt, es ist alles nicht so einfach, wie der eine oder andere das haben will. Wir setzen uns dafür ein, dass eine diplomatische Lösung gefunden wird. In diesem Sinne, Glück auf. Herzlichen Dank, Herr Kollege Grüger. Nächste Rednerin ist Frau Staatsministerin Puttrich für die Landesregierung. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! In der Tat ist die Lage und die Situation in Syrien so schwierig und so kompliziert, dass sie nicht mit einfachen Worten zu lösen ist. Da stimme ich Ihnen zu, Herr Grüger. Ich muss aber auch zu sagen, die Thematik ist nicht geeignet für ein kleinkariertes parteipolitisches Karo. Und insofern lassen Sie mich auf einige Dinge eingehen. Das eine ist, ja, es ist richtig, seit 2011 findet der Bürgerkrieg dort statt in Syrien, in dem es ein unerträgliches Leid dort gibt, in dem viele Menschen dort betroffen sind, in dem der Abzug, auch das ist mehrmals angesprochen, der Amerikaner für eine Situation gesorgt hat, die den Konflikt verschärft hat und noch weiteres Leid dort über die Menschen bringt. Seit über 8 Jahren ist dort Krieg, ein Bürgerkrieg, der die Region in Chaos versetzt und bei der man sehen muss, dass das Chaos dort bedeutet, dass der Nahe Osten, die Region dort nachhaltig destabilisiert ist und dass dort unglaublich viele Menschen auf der Flucht sind. 5,7 Millionen syrische Bürgerinnen und Bürger, das sind die Zahlen des UNHCRs vom Januar 2019, sind im Moment auf der Flucht. Das ist ein unglaublich großes Elend. Und Sie erinnern sich daran, auch das haben Sie angesprochen. Wir haben uns hier Anfang 2018 mit der Thematik schon beschäftigt, hier im Hessischen Landtag. Ja, im Januar 2008 marschierten türkische Gruppen in Syrien ein. Wir haben damals auch darüber diskutiert, wir haben damals darüber gesprochen. Und spätestens seit dem Jahresbeginn 2018 war auch klar, dass die Türkei alles daran setzen wird, eine Stärkung der kurdischen Selbstverwaltung in der Grenzregion zu verhindern. Bereits damals haben wir hier im Hessischen Landtag für ein Ende der Gewalt und das Herbeiführen einer Lösung am Verhandlungstisch ausgesprochen. Das haben wir getan. Wir wissen aber auch, dass es nicht einfach ist. Wir wissen aber auch, dass eine reine Pazifismusdebatte uns hier nicht entsprechend weiterführt, weil in der Tat die Zusammenhänge hochkomplex sind und eigentlich schade ist, wenn man über so etwas in einer kurzen 5 Minuten reden soll und damit noch eine Grundsatzdebatte von Waffen verbinden will. Mit dem erneuten Einmarsch türkischer Gruppen im Anfang Oktober, der ganz klar, und das ist auch mehrmals gesagt worden, völkerrechtswidrig ist, ist die Situation dort noch schwieriger geworden.
und es sind erneut Hunderttausende Menschen auf der Flucht, was ein Elend bedeutet. Und die Ankündigung der Türkei, syrische Flüchtlinge in kurdischen Gebieten anzusiedeln, erhöht den Widerstand. Das ist gar keine Frage und erschwert auch die entsprechende Situation. Ich habe es eben angesprochen, ja, dass die Amerikaner abgezogen hat die Situation erschwert und dort diejenigen, die noch die Amerikaner oder die USA als Verbündete gesehen haben, fühlen sich im Krieg oder im Kampf gegen die IS auch entsprechend verlassen und verraten. Das kann man auch entsprechend nachempfinden. Und das ist eine Situation, die auch nur sehr schwer erträglich ist. Es führt zu einer Fortsetzung des Bürgerkriegs. Und auch das ist angesprochen worden, die Befürchtung eines Wiedererstarkens des IS. Und das ist alles andere als das, was wir wollen. Und das macht die Situation so schwierig. Jetzt habe ich beschrieben, wie die Situation ist, wie es viele andere auch getan haben. Die Grundfrage ist nur, wie geht man denn damit um? Geht man damit um, dass man nur beklagt? Oder übernimmt man Verantwortung? Und man kann nicht auf der einen Seite beklagen, dass Amerikaner abziehen, auf der anderen Seite sagen, wir schauen dann dennoch zu und haben nur weise, wohlfeile Worte, was den Menschen wiederum nicht hilft. Und das heißt, dann muss man Verantwortung übernehmen. Dann muss man Verantwortung übernehmen und aus dem Interesse der Europäer heraus, weil wir ein geostrategisches Interesse daran haben, dass diese Region dort stabil ist. Und selbstverständlich, uns allen miteinander, ist ein Dialog, ein friedlicher Dialog, wesentlich lieber als Auseinandersetzen mit Waffen oder kriegerische Auseinandersetzungen. Das hilft keinem, das verletzt und tötet Menschen und führt letzten Endes zu keinem Ziel. Insofern auch das, Diplomatie muss immer Vorrang haben. Das ist doch, glaube ich, bei allen Beteiligten unbestritten. Und deshalb, es ist dringend geboten, diesen fragilen UN-Friedensprozess in Syrien fortzuführen und dass der Einmarsch der türkischen Truppen, egal aus welchen Gründen heraus, nicht zu rechtfertigen ist. Ich glaube, auch das ist hier eine ungeteilte Meinung. Und ich will trotzdem darauf zurückkommen, noch einmal Deutschland und Europa, welche Rolle spielen wir oder welche müssen wir spielen? Und ich glaube, da gehört schon eine klare Positionierung dazu. Es gehört klar dazu, dass wir, wenn wir wissen, dass wir ein geostrategisches Interesse an dieser Region haben, dann können wir doch nicht zusehen, wie andere dort entsprechend Einfluss nehmen. Und es kann doch nicht sein, dass wir uns zurücklehnen, wohlfeile Ratschläge geben und die Situation dort Russland, Iran oder der Türkei überlassen. Das halte ich für unverantwortlich. Für unverantwortlich aus einem europäischen Interesse heraus, wie ich es eben gerade angesprochen hatte. Und das heißt in der Konsequenz zwei Dinge. Das eine, ja, es ist richtig, die Europäer müssen mehr Verantwortung übernehmen, wenn die Amerikaner weniger tun. Das fordert uns in einem hohen Maße, und da brauchen wir eine Stimme. Und deshalb ist auch ganz klar, dass eine der größten Herausforderungen der Europäischen Union auch Verteidigung und Sicherheitsfragen sind, indem wir alle miteinander nur sagen können, daran muss gearbeitet werden in einer neuen Welt, in einer Welt, in der sich auch alte Gewissheiten inzwischen ins Wanken gekommen sind, müssen die Europäer gemeinsam stehen und müssen entsprechend gemeinsame Antworten geben und deshalb auch in der Außenpolitik eng zusammenstehen. Frau Staatsministerin, ich weise nur ganz bescheiden auf die Redezeit der Fraktionen hin. Ich bin auch fast fertig. Und wenn ich das eben gerade anspreche, dann will ich auch, womit ich am Anfang begonnen habe, den einen Satz noch hinzufügen. Ja, es gab einen Vorschlag der Verteidigungsministerin Frau Kramp-Karrenbauer. Und was ich mir persönlich gewünscht hätte, ist, dass nicht reflexartig von vornherein Vorschläge infrage gestellt werden, ohne sie ernsthaft zu diskutieren. Wenn wir nicht ernsthaft Vorschläge diskutieren, sondern im kleinen Karo der bundespolitischen oder parteipolitischen Situation versuchen, weltpolitische Antworten zu geben, dann werden wir in der Tat in der Welt schlecht dastehen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit sind wir Ende der Aussprache angelangt. Ich stelle fest, dass wir die Aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 66 damit abgehalten haben.